Timing hat geklappt. 6:30 und ich kann den Raps schon in der Genossenschaft abgeben. Und vielleicht kommt der Mähdrescher nochmals heute Abend. Dann dresche ich noch 3 Hektar im Getreide. Jawohl, das wäre schön. Da hätte der Hausi Freude. Ja, da haben sie die kleinen Drescher auch noch hervorgenommen. Diesem kleinen Mähdrescher bringen wir da heute diese 3 Hektar nicht mehr weg. Das jetzt vorher feucht, nass oder dunkel, kalt. Ich weiß auch nicht was. Regenwolken sichtbar, aber aus dem Regenradar sollte nichts kommen. Bis jetzt 9 Uhr. Bis 1 Uhr sollte nichts kommen, aber man weiß ja nicht. Ich habe da Abdeckplatten geholt, damit ich da im Notfall bin. Überhaupt noch dreschen können, es wird doch dann plötzlich auch der Strohfeucht und die Erde zum Dreschen. Kleine Regentropfen fallen, ich muss dann plötzlich ganz schnell hier abdecken, sollte noch was eingefüllt werden, bevor ich da nach Hause fahre. Der Wagen ist voll, sofort nach Hause fahren. So, Feierabend. 10:30. Heute ist gut gelaufen. 2,9 Hektar Raps gedroschen und bereits abgegeben und 3 Hektar Winterweizen gedroschen im Wagen hier zu Hause. Und der Regen ist noch nicht gekommen, wir hatten Glück. Und es war auch noch mildes Wetter, so warm, so konnten wir noch dreschen bis jetzt. Jawohl, jetzt gute Nacht, bis morgen mal.